Während sich viele TV-Sender immer noch zieren, Inhalte nicht nur in der eigenen Mediathek, sondern auch auf YouTube zu veröffentlichen, erzielen einige Formate dort bereits über 50 Millionen Views pro Monat. Deshalb haben wir diese für euch zusammengetragen und stellen sie euch auch gleich mal vor. Hier sind jetzt die 5 erfolgreichsten TV-Serien auf YouTube. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5 und Germany's Next Topmodel. Beim YouTube-Kanal von ProSiebens Casting-Format Germany's Next Topmodel verhält es sich ganz ähnlich wie schon bei Deutschland sucht den Superstar. Schon seit 2006 sucht Heidi Klum im TV einmal pro Jahr Deutschlands Model-Nachwuchs seit März 2013 inklusive eigenem YouTube-Kanal. Wie auch bei DSDS steigt das Interesse am Content der Show während einer Staffel deutlich. Mit 37 Millionen Views im März 2018 schaffte es GNTM auf den 5. Platz. Insgesamt haben die Videos über 716 Millionen Aufrufe gesammelt. 465.000 Fans haben den Kanal abonniert. Machen wir weiter mit der Nummer 4 und Knallerfrauen. Mit der von 2011 bis 2015 produzierten Sketch-Comedy Knallerfrauen hat die Schauspielerin und Komikerin Martina Hill nicht nur den Fernseh- und Comedy-Preis eingesammelt und sogar in China Erfolge gefeiert, auch auf YouTube funktionieren die kurzen Sketches bis heute. 3 Jahre nach Ende des Formats immer noch unfassbar gut. 44 Millionen Mal haben sich die Fans im März 2018 die Videos auf YouTube angeschaut. Insgesamt kommen die Clips auf dem Anfang 2000 gegründeten Kanal auf rund 732 Millionen Views. Fast 800.000 User haben diesen Channel abonniert. Kommen wir zur Top 3 und Galileo. Das wohl bekannteste Wissensmagazin Deutschlands ist nicht nur im TV seit inzwischen 20 Jahren ein echtes Erfolgsformat. Auch auf YouTube kann sich die Performance von Galileo mehr als sehen lassen. Seit Mitte 2013 wurden die Wissensclips über 1 Milliarde Mal angeschaut. Über 1,6 Millionen Fans haben den Kanal abonniert. Galileo hat 28 Jahre Brutto-Watchtime und zwar täglich. 49 Millionen Views kamen allein im März 2018 dazu. Galileo profitiert dabei stark von teilweise schon sehr alten Content. Das insgesamt erfolgreichste Video einer TV-Sendung für besagten Zeitraum lieferte ebenfalls das Wissensmagazin. Dabei ist Unglaubliches über den menschlichen Körper schon seit Juni 2015 online. Fast am Ende und die Nummer 2. Über 1,8 Milliarden Video-Views und 1,3 Millionen Abonnenten zeigen ganz gut, was für ein YouTube-Schwergewicht myspace.de ist. Das Comedy-Portal der Brainpool-Gruppe betreibt seit 2008 unter der gleichnamigen Domain seine eigene Video-on-Demand-Plattform, stellt die Inhalte, teilweise in gekürzter Version, seit 2009 aber auch auf YouTube zur Verfügung. Zu den exklusiven MySpaß-Inhalten zählen Comedy-Formate wie Ladykracher, Pastewka und TV Total. Ältere Videos wie Ladykracher, Unfall beim Masturbieren von 2014 haben bis heute großen Erfolg und tragen so dazu bei, dass der Kanal 54 Millionen Views innerhalb von 30 Tagen erzielt hat. Und zu guter Letzt die Nummer 1 und die erfolgreichste Serie auf YouTube, The Voice Kids. Die Sat1 Musik-Casting-Show für Kinder, The Voice Kids, hat auf YouTube im März 2018 mit 54 Millionen, zwar nur knapp mehr Views als der zweitplatzierte myspace.de, hebt sich bei anderen Kennzahlen allerdings deutlich vom Verfolgerfeld ab. Fast 2 Milliarden Views und 3,4 Millionen Abonnenten gehen auf das Konto des Formats. Dabei punktet die Sendung bis heute mit zum Teil mehreren Jahre alten Content. 35 Videos aus der Top 100 der meistgesehenen TV-Formate auf YouTube für März 2018 stammen von The Voice Kids, davon wurden 10 schon 2014 hochgeladen. Ähnlich wie DSDS hat die Castingshow den Vorteil, Suchtraffic zu bekannten Songs und Künstlern abgreifen zu können. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!